Wie man sehen kann, habe ich im Vergleich zu letzter Woche richtig was gerissen. Wir sind total voll weitergekommen hier mit allem drum und dran. Meine Güte, ist das ein schöner Konferenzraum. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Rein überhaupt nichts getan und auch nicht wirklich Lust gehabt, was zu machen. Dachten wir, ich nehme mal nur ganz schnell ein bisschen auf und sind die verbuggt? Nee, sah nur so aus. Und nehmen einfach mal ein bisschen auf und guck mal einfach so ein bisschen rum und hüpfen mal ein bisschen durch die Gegend, so wie immer halt. Ich hatte jetzt die letzten beiden Tage, also Samstag und heute, nicht viel Zeit gehabt, meinen Test zu spielen. Beziehungsweise hat es Zeit gehabt, kaum Lust gehabt, meinen Test zu spielen, weil ich gerade so ein bisschen dabei bin, ein paar Sachen neu zu organisieren bei mir auf dem Rechner. Unter anderem, Achtung, liebe Datenschützer, festhalten, ich nutze nun Google Chrome. Chromium, die Grundlage zu Google Chrome, wenn man so will, ist natürlich dann mit Einrichtung ein bisschen umgewöhnen und ein bisschen Add-ons installieren und hast du nicht gesehen, ja, so ein bisschen überlegen, wie es dann weitergeht mit dem ganzen Zeug und die Umstellung hat ganz gut funktioniert. Schluck Kakao. Moment, ich schalte euch mal kurz stumm. So, musste nur mal kräftig husten. Die Umstellung von Firefox auf Chromium war dann doch nicht so schlimm oder so schwierig, weil das, was Firefox bietet und mit Add-ons bietet, hat Chromium teilweise dann eben schon fest integriert. Das Einzige, was halt noch fehlt, ist vernünftiger Download-Manager. Das ist in Google Chrome bzw. in Chromium doch so ein bisschen scheiße irgendwie zu realisieren anscheinend. Deswegen hat es bisher auch wohl noch niemand getan. Ich habe es versucht und ich bin kläglich daran gescheitert. Man ist ja doch, was die Add-on-Entwicklung angeht, so ein kleines bisschen eingeschränkt. Muss JavaScript nutzen und hat nur HTML zur Möglichkeit. Und versuch mal von Seite A per JavaScript irgendwas von Seite B zu laden. Das läuft sofort irgendwo, eine Fehlermeldung wird abgeblockt, was ja auch sinnvoll ist, sprich XSS und so, muss ja nur auch nicht sein. Aber ja, das Wochenende ist so ein bisschen schnell rumgegangen dadurch, weil ich natürlich viel am Coden und umprobieren war. Nächste Sache war dann mein RSS-Reader, den ich nutze. Der ist auch webbasierend, da habe ich nochmal ein bisschen dran rumgeschraubt. Ganz toll, der kann jetzt neben RSS auch Atomfeeds lesen. Wow, ey. Oh, du bist so gut, Alter. Ja, apropos, die Anzeige von Einblendung in KDN Live oder wie auch immer man das Ding aussprechen will, funktioniert immer noch nicht. Hab da schon einen Bug-Report erstellt, weil es scheint doch irgendwie daran zu liegen, dass entweder irgendeine Abhängigkeit fehlt oder eben dieses MLT, was zum Rendern oder zum, als Backend genutzt wird, ist wohl ohne diese Titelfunktion kompiliert worden. Und von daher, ja, hab da nicht gesehen. Ne? Geht halt nicht. Müsste auf die tolle Super-Meta-Ebene verzichten. Erstmal, bis es gefixt wurde. Dann bin ich am Überlegen, mir ein neues Laptop zu kaufen. Schwanke so ein bisschen, Achtung Datenschützer festhalten, zwischen einem Chromebook und einem Lenovo ThinkPad X240 oder 250. Das 250 ist natürlich ein bisschen besser, ist natürlich auch wesentlich teurer, aber es ist schon so ein geiles Gerät, ich will's haben. Oh, es kostet aber zwei Steine. Ja, und die Chromebooks sind natürlich ein bisschen günstiger und Kakao, ne? Kakao ist echt gesund. wie gesagt, die Chromebooks sind ein bisschen günstiger, sind halt alle Cloud-basierend, da ich eh sehr, sehr viele Web-Anwendungen nutze und würde das völlig ausreichend sein, kostet ja auch nur irgendwie 200 Euro. Man braucht halt immer eine Internetverbindung, aber die habe ich ja sowieso immer und als Zweitgerät optimal. Ist halt nichts drin an Hardware, hält halt auch entsprechend der Akku lange und ja, habe allerdings bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt, mir sowas mal ein bisschen im Detail anzuschauen. Und so die webbasierenden Infos sind ja doch immer nicht so geil. Oder Videos, oder hast du nicht gesehen, da ist dann live angucken natürlich ein bisschen schöner. Ist halt von den Schichten her ein bisschen schwierig. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall werde ich wohl dann bald neue Hardware mir besorgen. Auf die eine oder andere Weise. Entweder halt das irgendein Chromebook. Oder halt eben Lenovo ThinkPad X240 oder 250.
Wobei letzteres natürlich, wie schon gesagt, wesentlich geiler wäre, aber halt auch leider gleich mal irgendwie 10-mal so teuer wie ein Chromebook. Das ist halt ein bisschen schwierig. Alter, nun mach mal meinen Test. Ja, ich komme ja schon zum Punkt. Und da würde ich sagen, heute Plan, neben dem ganzen Labern, hier mal fertig machen. Und dann ist die Folge wahrscheinlich auch schon wieder rum. Hab nicht so viel Plan heute, was ich nun machen werde. Ich brauche auf jeden Fall... Oh, Blaubeeren. Hallo Ina. Ein bisschen Platz im Inventar. Ja, das ist alles ein bisschen vollgemüllt. Warum habe ich eigentlich so viel Zeug mit dabei? Waren wir ja von einer Höhlentour oder sowas? Ich erinnere mich da gar nicht mehr. Es ist ja schon eine Woche her. Oh, du bist so ein Idiot, Alter. Ja, tut mir leid. So. Dann, wollen wir doch mal. Was mache ich denn hier jetzt? Schmeiß ich... Oh, ich sterbe gleich. Hallo, hallo, ich sterbe gleich. Ham, ham, ham. So, lecker, lecker, lecker. Das mal weg, damit das Glas nicht verschwindet. Und dann mal schnell ein Schlückchen trinken. Finde ich auch schön, wie sich so das Glas von so einem schönen Krug in so ein ganz billiges IKEA-Standard-Trinkglas verwandelt. Aber gut, was soll's. Ja, wir brauchen hier auf jeden Fall... ich tue das mal da oben mit zu. Nicht? Tue ich nicht damit zu? Geht das nicht mehr? Schade. Ja, ich wollte gerade sagen. Wir brauchen Konferenztisch-Oberflächen. Konferenztisch-Oberflächen gibt es, indem wir... ja, Enter drücken darf man nicht. Diese Oberflächen hier nehmen. Peace, Large, Blob hast du nicht gesehen. Ja, 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 zwei davon. Zwei, ach, das war das, ne? Wo es dann so, ist wahrscheinlich genauso wie mit den anderen Dingern hier, mit den Glasplättchen. Das kriege ich hin. Das habe ich doch bestimmt schon mal gemacht irgendwann. Ach, was mache ich denn jetzt hier? Erstmal die Blaubeeren essen. Hallo, Ina. So, sind die nämlich weg. Und dann habe ich schon wieder einen Platz mehr im Inventar. Ich kann natürlich auch immer ein bisschen wieder was reinlegen, ne? Guck mal hier, ich tue mal das Gold weg. Die Diamanten kommen auch mal wieder rein hier. Und der Rest, den behalte ich erstmal. Ja, hier, ne? Ich weiß leider nicht, wie viel man davon braucht. Ich denke mal, 44 werden schon reichen. Ja, auf jeden Fall. Diese hier. Dann davon. So. Das ging doch so, oder? So ging das. Das sind die kleinen. Dann große. Ja, ich denke, 36 reichen da auf jeden Fall. Schraubendreher habe ich nicht, ne? Dann muss ich... leck mich mal am Arsch. So. Ich brauche das jetzt. Kakao. Dann natürlich wieder... Platzeklappen. Mein Sitzball, wie sich das gehört. Zack, zack. Zack, Stühle wieder rein. Ein hiervon. So. Und das wieder weg. Na, das runter, das so. Gott, ey, mein Inventar ist so voll. Oh, Inventar-Messi. Gut. Dann hat sich doch irgendwas auch geändert hier, ne? Irgendwie hatte ich gesehen in den Update-Notes. Sind die neu, die Sofa-Dinger hier? Gucken wir mal oben. Ach, und die Türen, die sollen ja auch irgendwie neu sein jetzt, ne? Ob die immer noch so hin und her backen? Gucken wir doch mal. Jetzt wäre natürlich hier irgendwo eine Tür durch. Ja? Ja. Ne, ist egal. So, dann... Ich verlaufe mich hier jedes Mal. Wo ist das denn jetzt? Hier, ne? Hier, hier, hier. Da, da, ach, da hinten, ne? Hier war das. Dann brauchen wir diese Teile hier auf dem Boden. Ja. Seht gleich warum, keine Sorge. Da, da, da. Und dann drehen wir das Ganze nämlich einfach mal. Ja, hat gut geklappt. So. 3, 4, meine Güte, 5.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ihr seht schon, daraus wird dann wunderbar ein Konferenzraumtisch. Hier an den Seiten mache ich gleich noch was. Aber erstmal, denke ich mal, können wir das mal so machen hier. Dam, 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 dam. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Es nervt, Alter, hör auf. Eins, zwei, drei, vier, na, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann machen wir das nämlich hier genauso. Und schon haben wir einen Tisch. Genauso habe ich übrigens unten auch in dem einen Zimmer den Bodenbelag gemacht. Hab die einfach alle einen tiefer gelegt und hab die dann genauso wie den Tisch jetzt hier einfach wieder nach oben gebaut. Deswegen sieht man auch auf dem Tisch genauso wie auf dem Bodenbelag so ein bisschen Lichtbugs, weil das anscheinend nicht richtig gerendert werden kann. Jetzt machen wir nämlich hier. Zack. Ja, man darf wahrscheinlich nicht direkt dran stehen, ne? Dahin und dahin. Und dahin und dahin. Und dann drehen wir uns hier nochmal eben zurecht. So. Eins, zwei, drei. Und dann passen die nämlich hier auch. So. Upsa, das war ein bisschen schnell. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Also ganz habe ich es noch nicht verstanden, warum das jetzt mal so und mal so gedreht wird. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier nämlich einen schönen, locker, fluchtig, fruchtigen, mit Käsegeschmack Konferenztisch. Hier noch dran? Ich glaube, das wird ein bisschen eng, oder? Oder geht das? Ja, scheiße. Kommst du nämlich da drüben nicht dran. 2, ups, 3. Dann wollen wir irgendwie gucken, dass ich die irgendwie gedreht bekomme. Zack, zack, zack. Muss ja alles seine Ordnung haben hier. Zack, 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 zack. So. Sind die richtig orientiert? Ja. So, und schon haben wir nämlich hier einen wunderschönen Konferenztisch, auf den man sogar auch noch was draufstellen kann. Die eine oder andere Kaffeetasse wäre vielleicht ganz geil, ne? Natürlich, wie sich das gehört. So, Kaffeetassen weiß ich allerdings nicht, wie man sie macht. Ich weiß nur, wie man sie benutzt. Witzbold, Witzbold, ah. Ja, ich vermisse meine Einblendung. Oh, ich vermisse dich auch. Ja. So, Kaffee, 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 Kakao. Aber ich glaube, die kann man nicht setzen, die Kaffeetassen, oder? Ja, probieren wir mit den. Ich glaube, diese Glasdinger, die kannst du ja auch nicht setzen, ne? Also die kannst du nur trinken oder sonst irgendwas mitmachen. Keine Kaffeetassen für mich, schade. Ach, guck mal, das Glas hat sich aufgelöst, genau. Es muss ja immer ein Slot frei bleiben. Weil ist so. Weil mein Test. Ja, dann haben wir nun, eine Kaffeemaschine ist zu modern für das Umfeld hier. Aber nur Pot vielleicht irgendwas? Flower Pot und Potatoes, ja, hilft mir auch nicht viel weiter. Ah, schade, dann muss der Konferenzraum nicht mal sprechen kann, der Idiot. Da muss der Konferenzraum oben wohl so bleiben, wie er ist. Weil, ist so, da hinten ist er. Wobei, es geht ja schon, ne? Beleuchtung brauchen wir noch vernünftig. Da guck ich doch mal, Glas habe ich dabei. Ja, 25? Nein. Ich denke mal, das reicht auf jeden Fall. Die muss ich mir jetzt noch klein säbeln. Hier längs. Und dann hier runter.
Ja, mit dem Rendern muss ich mal gucken, ne? Also das hat ja alles nicht so doll funktioniert. Weil, hatte ich ja gesagt, das ist im Arsch. Müssen wir gucken. Aber dann, ja, 40 reicht auf jeden Fall. Ja, dann nehmen sie auch alle bitte, danke. Müssen wir gucken, wie es nachher aussieht. Ich weiß es noch nicht. Deswegen werde ich das Video nicht so super extrem lang machen, dass ich noch ausreichend Zeit zum Rendern habe. Falls da irgendwas nicht klappen sollte oder was auch immer. Und ganz ehrlich, habe ich so ein bisschen Motivation verloren nach diesem langen Wochenende da mit allem möglichen Zeugs. Wir machen nächste Woche machen wir wieder was Schönes, ne? Lassen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Guck mal, jetzt kann man nämlich hier nichts drunter legen, aber man kann hier was drauflegen. Das sieht natürlich auch nice aus, ne? Nein, eigentlich nicht. Das sieht total scheiße aus, du Penner. Ja, ja. Da eine hin? Nö. Ich mach's ordentlich. Dahin. Dahin, 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 dahin. Und... Nee, ich mach's hier in der Mitte hin, dann passt das nämlich genau symmetrisch. Ups. So. Ja. Pling, pling, pling. Plop, 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 plop. So ist fein. Da haben wir nämlich jetzt schön Konferenzraum. Tisch hätte eigentlich doch echt in die Mitte gekonnt, ne? Andererseits kann man hier hinten dann noch Aktenschränke und sowas reinstellen, glaube ich. Ja, das ist... Warum kann ich die ganzen Fackeln nicht einsammeln? Ach, deswegen. So, so. Plop, 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 plop. Eine Tür brauche ich auch. Erstmal eine ganze Scheiße aus dem Inventar loswerden hier. Ja, komm, leck mich mal. Oh, ich glaube, eine Glastür kann man doch auch irgendwie machen, oder? So mit Glaseinlage drin. Fancy Wood. Nee, ich wollte eigentlich eher so ein bisschen standardglaskonform. Ich guck mal schnell nach. Ah, da 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 dam, da 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 dam. Hä? Das sieht so finster aus. Ah. Dacht schon, es regnet und ich bin in einem Million, wo der Niederschlag nicht sichtbar ist. Aber das ist ja das falsche Spiel. Mein Test hat das nicht. Noch nicht. Hoffentlich noch nicht. Hoffentlich kommt's noch. Das wird zu schön. Tür, ne? Doch. Zack. Dies. Ich wollte ja so eine Dingstür. Sowas hier vielleicht, ne? Oder sowas hier. Ich glaube, sowas hier. Alter, geht's bei euch? Moment. Zweimal Glas, zweimal Holz, einmal Eisenklumpen. Ja, das werde ich ja wohl hinkriegen. Ja. Guck mal, da haben wir eine Tür. Gut. Ich schmeiß jetzt erstmal ein bisschen, das ist mir hier zu voll. Das brauche ich nicht mehr. Das ist fertig. Das ist fertig. Das ist egal. Das ist egal. Stühle behalte ich mal noch, aber das ist auch egal. Da brauche ich auch nichts mehr von. Die kann ich mir eh jederzeit neu machen. Ganzen Glasscheiß hier mal weg. Erde, komm, wer braucht Erde, ganz ehrlich. Guck mal, da habe ich jetzt die Kohle, ne? Bevor ich das vergesse, tue ich mal einen Stack da mal unten rein. Das ist Futterkram, das ist eine Schaufel, das ist ein Schwert, das ich nicht brauche. Hatte ich nicht irgendwo? Hier hatte ich doch, genau. Zack. Was ist das denn hier? Wooden, Steel und Mese. Das müsste mal alles gebrannt werden, so langsam. Ich tue den Kupfer hier mal rein. Das Silber kommt da nachher mit dazu. Futter. Futter. Müll. Müll. Warum habe ich eigentlich so wenig Werkzeug? Na, egal. Dann... Irgendwas wollte ich mal... ich wollte die Tür anbringen, ne?
Guck mal, dann bringe ich die Tür an und dann sind wir auch schon wieder durch. Oh, schon vorbei? Ja, tut mir leid. Nächstes Mal gibt's länger. Versprochen? Nein. da hinten. So. Ja, falsche Seite. Ja. Sie passt farblich nicht so ganz, aber man hat schon gesehen, da ist Z-Fighting auf jeden Fall noch. Und sie scheint immer noch, wenn man hier oben mal guckt, es scheint immer noch durch. Also es ist anscheinend, obwohl es jetzt Mesh-Nodes sein sollen, soweit ich das verstanden habe, noch nicht wieder in Ordnung. Oder ist ja generell nicht in Ordnung. Na egal. Passt farblich nicht so ganz, aber man sieht zumindest, wenn Konferenz stattfindet, kann man oben kurz mal durchgucken. Und mal reingehen und Hallo sagen, ist nicht so eine gute Idee, aber ey, das sieht total scheiße aus, ehrlich. Und es ist nicht gefixt, okay. Hier kommen noch Aktenschränke rein nächstes Mal. Oh, schon vorbei, die Folge. Ja, hab ich doch gesagt. Und dann gucken wir mal, wie es da draußen weitergeht. Nächstes Mal gibt's auf jeden Fall wieder mehr, versprochen. Vielleicht geht da bis dahin das Rendering auch wieder und das Rendering meine ich jetzt nicht von Mindtest, sondern von KDN Live mit den Titelclips, dass das wieder funktioniert. Dann gibt's auch wieder Einblendung. Juhu, wieder Einblendung, ja. Ja, wollen wir mal sehen. Ne? Ist auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Tschö.